Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Waffenfuzzi. Daniel Lang heute wieder für euch mit der Neuheit 2015. Und zwar kommt die vom Sören. Sören hat gefragt, Daniel, kannst du mal bitte schauen, es gibt von Ecol eine verchromte Magnum und eine Kompaktversion. Schau doch mal bitte danach, machen wir natürlich. Wir haben die Ecol nämlich jetzt im Oktober exklusiv reinbekommen von unserem Importeur. Und zwar wäre das einmal die Ecol Kompakt in einer verchromten Optik und natürlich noch hinzukommen die Ecol Magnum in einer etwas größeren Version. Wir kommen gleich nochmal auf die Details zu sprechen. Wir haben hier nochmal ganz kurz als kleine Inspiration einfach mal hier in Nahaufnahme die Verchromung von den Ecol Waffen, wie gesagt in diesem Finish jetzt hier. Eine soweit gute Verarbeitung. Man muss halt natürlich eins sagen, hier zum Beispiel diesen kleinen Farbfehler von der Sicherung im Prinzip im Feuermodus ist hier natürlich dann leicht. Man kann es hier auch eventuell, ja, mit dem Fingernagel bekommt man das ganze Material auch ziemlich leicht ab, ohne jetzt hier auch die Verchromung, ja, zu zerstören. Es ist eine relativ hochwertige Verchromung, ganz anders als man es eigentlich gewohnt ist von den früheren Verchromungen. Auf jeden Fall macht die Verarbeitung einen relativ guten, soliden Eindruck und auf jeden Fall ist es gerade für das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut sein Geld wert. Gut, kommen wir noch mal ganz kurz auf die Features zu sprechen. Wir haben einmal die Kompakt. Ich hebe es euch einfach noch mal so hin, während ich hier ablesen werde. Wir haben Magazinkapazität von 15 plus 1. Wir haben eine maximal, also eine Gesamtlänge von 185 mm. Und wir haben ein Gewicht von 1050 Gramm. So, wir haben die Ecol Magnum etwas schwerer, und zwar 1100 Gramm, also sprich 50 Gramm mehr als die Kompakt. Und wir haben eine Gesamtlänge von 215 mm. Also haben wir hier circa 3 cm länger. Also dieses Stück ungefähr ist bei der Magnum länger. Und wir haben auch 15 plus 1. Die Magazine im Übrigen passen natürlich sowohl als auch für die Ecol Magnum oder Ecol Kompakt. Diese Waffe darf ab vollendetem 18. Lebensjahr frei erworben werden. Das für eine Höflichkeit bitte nur mit einem kleinen Waffenschein. Informationen habe ich hier schon oft erwähnt. Kriegt ihr bei euch im Landratsamt, Bürgerservice oder Bürgerbüro, habt ihr da keine Informationen, schickt uns eine E-Mail info@waffenfuzzi.de. Wir helfen euch gerne weiter. So, was gibt es noch zu sagen? Sören, ich hoffe, soweit ist es für dich in Ordnung. Wir haben sie auch schon im Shop drin, sind auch schon bestellbar. Ich muss jetzt nur gerade überlegen, wir haben jetzt Ende Oktober. Es kann sein, dass momentan, ja, sorry für das Telefon, es wird weitergeleitet gleich an die Kollegen. Jetzt müsste es, glaube ich, weitergehen. Ja, danke schön. Und zwar, die Waffen sind relativ momentan schnell ausverkauft. Es kann sein, durch die hohe Nachfrage gerade derzeit, wir haben einiges auf Lager, aber wir versuchen auch schnellstmöglich Sachen wieder an Land reinzubekommen, wenn mal wieder irgendwelche Lieferengpässe sind. Von dieser Seite, ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich noch dazu erzählen sollte, zu der Ecol-Verchromung der Magnum und Kompakt. Ich hoffe, das ist soweit informativ genug für euch gewesen. Habt ihr Fragen zu der Waffe, gerne Posts unterhalb des Videos. An dieser Stelle, macht's gut, bis dann, ciao.